Guten Morgen, Deutschland. Wie redet man mit Antidemokraten? Ja? Heutzutage ist es ja wichtig, dass man auf die Rhetorik achtet. Heutzutage ist es wichtig, wer etwas sagt und wie man etwas sagt. Und gerade in den letzten Tagen stellen wir ja fest, dass es immer darauf ankommt, wer etwas sagt und nicht warum, wieso. Und wie? Aber heute Morgen, zeige ich euch, liebe Bundesbürger, mal, wie man mit diesen Antidemokraten hier in Deutschland richtig redet. Viel Spaß. Ehrlich gesagt finde ich das wirklich schädlich, was Sie hier tun. Sie vermischen, Sie müssen sich das jetzt wirklich mal anhören. Ich finde, Sie machen es mit Absicht, dass Sie hier was vermischen. Unsere Bundeswehr war im Einsatz dort und war darauf angewiesen, dass diese Menschen, diese Ortskräfte, die Sie hier so einfach mal gleichstellen mit irgendwelchen Leuten, die abgeschoben werden müssen, dass die für uns gearbeitet haben, dass sie ihr Leben auch für uns gegeben haben. Die sitzen da jetzt und müssen von einem Ort zum anderen wandern, weil sie verfolgt sind. Sie machen doch hier diese gleiche unangenehme Show wie der Kollege von den Grünen vorher von Ihnen. Ich habe mittlerweile zweimal erklärt, dass das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gesagt hat, es gebe keine Verfolgung ehemaliger Ortskräfte. Warum ignorieren Sie das denn? Warum stellen Sie uns hier wieder in den Bereich des Bösen? Wir und Herr Schmidt hat das ja schon mehrfach hier gesagt, wir machen natürlich auch aus diesen Reden, aus den Debatten Videoaufzeichnungen. Warum machen wir das? Damit die Bevölkerung draußen genau sieht, wie irrational und teilweise bösartig und neben der Sache Sie hier permanent argumentieren. Und glauben Sie mir, diese Aufzeichnung von den Sitzen, von diesen Sitzungen, die wir unter die Bevölkerung bringen, die haben ihre Wirkung, das haben Sie gesehen. Sie sind doch zu Recht mit der FDP wegen ihrer Realitätsverweigerung aus dem Landtag geflogen. Und in Hessen haben doch nur ein paar Stimmen gefehlt. Dann wären Sie auch da zu Recht rausgeflogen. Lindner und Kubicki machen den Großen, machen den Lauten und reden ständig von irgendwelchen Veränderungen. Und dann kommen Sie hierher und diskreditieren und beschimpfen wieder diejenigen, die tatsächlich genau das wollen, was die Bürger wollen, im Rahmen der herrschenden und der geltenden Gesetze. Und unter Ihrer Herrschaft, auch unter der Ampelregierung, auch unter der Vorgängerregierung der CDU, wurde hier systematisch geltendes Recht gebrochen, zum Beispiel im Bereich der Drittstaatenregelung. Eigentlich darf niemand, der nach Deutschland kommt, über sichere Drittstaaten hier Asyl beantragen. Und trotzdem passiert das reihenweise. Das ist Ihre Art, nicht nur am Recht und Gesetz, sondern an der Bevölkerung vorbei zu regieren. Und das Volk lässt sich das von Ihnen nicht länger bieten, und zwar zu Recht nicht. Ja, liebe Bundesbürger, so redet man mit Antidemokraten. Und jetzt wünsche ich euch allen da draußen einen wunderschönen Sonntag im besten Deutschland aller Zeiten.